Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde des World of Warcraft Multiboxens. Mein Name heißt Andreas und ich begrüße euch zu der zweiten Session in meiner Multiboxing-Reihe, die bisher noch sehr überschaubar ist, weil wir nämlich erst ein Video haben, separate Playlist und auch hier der Hinweis, das hat nichts mit meinem Gold pro Stunde Solo-Casual-Projekt zu tun. Ja, das ist mein originärer Blizzard-Account hier. Da spiele ich ohne irgendwelche Limits oder irgendein Korsett. Das gehe ich völlig anders an. Das hat hier nichts mehr mit Casual-Gaming zu tun, sondern das ist meine Laid-Back. Ich farm zwischendurch für mich mal wieder so ein bisschen was und habe Bock auf diese Mechanik, weil ich einfach diese ganzen Lizenzen sowieso habe. Und daher ist das so schön, dass ich mal wieder von dem Caravan Brutosaurier auswinken kann. Und in dieser zweiten Session möchte ich euch zeigen, nachdem die gestern hat jetzt über 400 Aufrufe und damit schon mehr Aufrufe als mein Solo-Casual-Projekt, aber auch eine andere Zielgruppe, anderer Ansatz. Aber es kam auch da wieder sehr viele Fragen. Und ich dachte mir, nach diesem Einstieg gestern, wie diese Mechanik funktioniert, zeige ich euch heute, wie ich das Inventarmanager, wie ich das hier mit der Post handle, denn das ist nicht ganz ohne. Ja, mit 2 Chars geht das noch, mit 3, okay, aber mit 5 ist es schon ein bisschen aufwendiger. Das möchte ich euch gerne demonstrieren. Was ich schon erreicht habe, ist zumindest, dass ich schon 957 Gold gemacht habe aus der ersten Session. Aber ihr seht, ich habe vor allem Kupfererz und Silberblatt und sowas verkauft, also wirklich Handwerksmaterialien. Und das meiste Gold danach kommt schon vom Vendor. Also insofern, ich habe hier BOE-Transmog noch gar nichts gemacht, sondern es ging erstmal nur darum, dass ich hier überhaupt ein bisschen Spielmasse habe, um mir Sachen kaufen zu können. Nämlich hier die Wildstofftaschen habe ich mir einige gekauft und einfach genähte Reagenzientaschen. Die habe ich mir geholt. Und, achso, das Musterblaue Leinrube vom Händler für 2 Silber. Kann man ja flippen. So, dann habe ich hier in meinen Gruppen, ich habe mir hier wieder mein Schubladensystem, ihr kennt das schon, guckt gerne Gold pro Stunde Folge 10 in meiner Solo-Casual-Serie, ist es, glaube ich. Da habe ich das erläutert, wen das interessiert, diejenigen, die sich wundern, sagen, hä, was hast du denn da für ein System? Ich arbeite nicht mit Formeln, hat eine lange Vorgeschichte. Das ist mein für mich erfolgreiches System, was ich jetzt auf 8, 9 Servern mittlerweile schon exerzieren konnte. Das haut für mich hin und die Sachen ordne ich den Gruppen zu. Das würde ich jetzt aber nicht hier in dieser Runde machen, sondern ich zeige irgendwann die Ergebnisse. Das mache ich ausführlich in meiner Solo-Casual-Runde, da erläutere ich genau, warum ich welche Sachen wie bepreise. Hier gehe ich wesentlich aggressiver vor oder auch ganz anders. Entscheidender ist jetzt aber, wie manage ich denn jetzt das Inventar, denn ich habe ja hier die Taschen voll. Ich habe hier die Taschen voll und ich habe jetzt hier die ganzen Sachen, das, was ich jetzt verschicken möchte, an meinen Hauptcharakter. Das möchte ich irgendwie für mich ein bisschen vorstrukturieren und ich möchte jetzt 7 Charaktere, sozusagen meine Slaves, nutzen, um alles an den Hauptauktionscharakter zu schicken. Ich habe zwar hier 8-mal den Caravan Brutosaurier 8-mal aufgemountet, aber ich werde nur mit einem Account handeln. Was habe ich dazu gemacht? Ich habe dazu mir eine Operation erstellt, eine Mailing-Operation, einfach unter Default. Die habe ich auf meine, einfach eine Gruppe gelegt, einfach eine neue Gruppe erstellt. Das ist hier mein Hauptcharakter, der Everell. Und dann mache ich nämlich Folgendes. In dieser neuen Gruppe markiere ich alles, hier bitte an das Grunditem denken, alles markiere ich hier, schiebe das rüber. Das heißt, alle Sachen, die ich im Inventar habe und die Grundgesamtheit dieser Gruppe sind, schickt eine Mailing-Operation gleich an meinen Hauptcharakter. So, das mache ich jetzt hier, das habe ich hier bei diesen Geschichten, ja, da kann ich jetzt hier direkt reinklicken, ich zeige euch das hier, genau das gleiche, Grunditem, rüberschicken. Hier das gleiche. Neue Gruppe, Grunditem, rüberschicken. Ja, das ist eigentlich nur meine Mailing-Gruppe. Mit denen mache ich hier nichts weiter. Mit denen auch zu nehmen nicht oder sowas, sondern das geht hier wirklich einfach alles rüber. Zack, zack, zack. Wer fliegt denn hier rum? Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Hier das gleiche. Achso, da habe ich das schon gemacht. Neue Gruppe habe ich hier schon gemacht. Hier auch nochmal. Das ist jetzt für euch vielleicht ein bisschen mikroskopisch klein, aber hier, ich mache das nochmal groß, dasselbe Prinzip. Alles einmal rüber. Alles einmal rüber. Spreuink. Peng. So. So, das bedeutet nämlich jetzt, habe ich jetzt alles zugeordnet? Wir haben alles zugeordnet. Jetzt müsste ich
So, genau. Jetzt gehe ich mal hier mit meinem Haupttoni einmal hier an den Briefkasten, denn die Kollegen schicken jetzt hier das alles rüber. Und zwar habe ich nämlich jetzt hier unter Gruppen, ja, bei Mailing, Posteingang, hier bei Gruppen, habe ich jetzt hier die neue Gruppe, die ich hier markiere und sage jetzt Mail Selected Groups. Damit hat er jetzt die Sachen, die ich jetzt alle in dieser Gruppe habe, hat er jetzt gerade rübergeschickt an meinen Hauptcharakter. Das mache ich hier mit den... Was ist denn los hier? Achso, ich stehe zu weit weg. Das mache ich mit denen hier ganz genauso. Ja, alle einmal in den Briefkasten gehen, bitte. Hier auch mal einmal in den Briefkasten gehen, einmal in den Briefkasten gehen. So. Gruppe. 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 Das ist jetzt dasselbe Prinzip. Mail. Bam. Achtung. Zack. Das mache ich jetzt bei denen hier auch. So, und dann müsste ich gleich, wenn das jetzt alles geklappt hat, habe ich 7-mal Post. So. Das sind sie hier. Also von 7 verschiedenen Chars. Das sind 7 verschiedene Chars. Einmal E-Char, B-Char, F-Char, G-Char, C-Char, D-Char, H-Char sind also alle da. B, C, D, F, G, H. Ich weiß, es ist sehr kreativ. Ich benenne meine Namen aber so, dass ich zumindest hier das Alphabet einmal durchgehe, aber jetzt nicht komplett absurde Namen. So, das öffne ich jetzt alles komplett. Und das war jetzt eine Quest-Session. Also ich habe jetzt nicht mal aktiv gefarmt. Aber nur mal, dass ihr seht, was da dann eigentlich nur... Das ist so Drive-By-Loot. Und da habe ich schon viele Sachen aussortiert. Ne? Diese ganzen grünstelligen 10 Gold Regionsverkaufspreis-Items, die sind im Wesentlichen schon weg. Achso, das ist die Schatzkarte. Stimmt, die kann man nur einmal ins Inventar nehmen. So. Damit habe ich jetzt hier bei mir ganz viele Sachen, die ich noch nicht sortiert habe. Ja, das könnte ich dann hier machen, sowas wie die abgenutzten Panzerarmschienen für 499 ist ein graues Item. Da bin ich aber mal, ja, das haue ich hier zum Beispiel in die 89er-Gruppe. Das mache ich aber alles in Ruhe, damit will ich euch hier nicht langweilen. Diese Bepreisungsgeschichten mache ich, ich spiele auf einem ganz anderen Server, ausführlich in meiner Gold pro Stunde Casual-Reihe, wen das interessiert. Das mache ich jetzt hier nicht ausführlich, hier möchte ich ja ein bisschen die Mechanik zeigen und... Genau, eigentlich haben wir hier für unseren Transmog das falsche Mount. Das passt mir, huch, das passt mir nämlich nicht. Da hätte ich doch gerne mal ein Reittier, was der Optik auch entspricht. Und da habe ich jetzt folgende Idee. Genau. Ich glaube, das passt viel besser. Können ja noch nicht fliegen, das geht ab Level 30. Und das ist die erste Gruppe, die ich erstelle. Natürlich werde ich wieder meine Jägergruppe erstellen. Jäger-Multiboxing ist einfach auch so völlig absurd. Völlig absurd, denn gerade hier möchte ich jetzt nicht nur Druiden spielen oder sowas. Das ist wieder der Klassiker, da fühlen sich dann wieder zu viele getriggert. Und wir gucken jetzt mal. So Leute, das passt doch wesentlich besser zu dem Transmog, oder? Also ich finde den Kontrast da einfach nicht ganz so nervig. So. Was ich euch jetzt auch nochmal zeigen möchte kurz, ist dadurch, dass ich jetzt AOE-Zauber am Start habe, nämlich die Arcane Explosion, kann ich jetzt hier richtig Shaggeredeng machen. Das können wir mal kurz testen. Das machen wir hier mal. Das ist ein guter Spot. Wir nehmen mal Anlauf von hier. Und da drücke ich jetzt nur die... Huch, da bin ich jetzt schon zu weit. Genau. Genau. So, jetzt drehen wir wieder um. Ja, ich drücke hier nur die Maustaste. Das ist hier das Autorun. Ja, das macht, das läuft hier direkt über die WoW. Das ist jetzt also hier nichts irgendwie Künstliches oder so, sondern das ist eine Funktion im Spiel. Und ihr seht, dass ich jetzt hier wie bekloppt
kann ich jetzt hier schon anfangen, einfach mal so ein bisschen zu farmen. Das ist jetzt kein so super Farm-Spot. Da haben Exitus und ich damals das Millionen mit Leinenstoff, Leinenstoff der Film-Video ja gedreht. Also Exi war der Regisseur, ich war Gast sozusagen in seinem Video. Den Spot werdet ihr also erkennen. Und insofern ist das ein Leinenstoff-Farm-Spot. Und wir haben hier einen Instant-Respawn. So. Und durch die Arcane-Explosion ist das hier natürlich echt Karach-Dolores. So, und dann muss man nur zwischendurch einfach mal looten. So, und deswegen, ja, hier füllt sich dann das Inventar entsprechend schnell mit allem möglichen Kram hier. Ja, das ist schon so viel, dass ich hier zweimal klicken muss. Und noch mehr Spaß macht das natürlich an Farmspots, bei denen ein bisschen mehr rumkommt. Aber nur mal so, ne, wie, was hier auch Erblut ausmacht, achtet auf den Kollegen. Einfach nur mal kurz arkane Geschosse, bam, bam, zack, tot. Und lustig ist auch das hier, das Feuerwerk. die kommen dazu gar nichts anderem hier. Ja. Genau. Ja, schön mal hier einen Follow denken. Und ihr seht, ich kann mittlerweile hier sehr schnell durchklicken. Das ist wirklich alles eine reine Übungssache. Und kein Hexenwerk. Es ist einfach viel klicken, es ist viel mit Makros, aber ich finde es nicht kompliziert. Ich würde nicht sagen, dass es kompliziert ist. Ist es vielleicht anstrengend? Ja. Ist die Koordination nicht ganz ohne? Ja. Das ist aber nicht meine Definition von kompliziert. Das finde ich nie. Ich fand Multiboxing nie kompliziert. Eigentlich ist es so einfach wie noch nie. So einfach wie noch nie. Die alte Form des Multiboxings hat halt nur ermöglicht, ja, unter entsprechender Konfiguration dann halt 16, 24, 32 Charaktere zu spielen. Aber meine Meinung dazu kennen diejenigen, die das hier schon sehr lange verfolgen. Denn das waren auch letztendlich Mechanismen, die haben das Multiboxing kaputt gemacht und letztendlich zum Ban geführt, weil es einfach übertrieben war. Es ist einfach übertrieben. Und dieses mit 8 Chars auf einer Lizenz, ja, würde ich sagen, das ist plausibel. Das ist ja auch soweit vorgesehen. Natürlich kann man mehrere Lizenzen, Blizzard-Accounts freischalten. Ein Blizzard-Account hat 8 Lizenzen. Alles darüber hinaus finde ich schon schwierig. Und man kann schon diskutieren, sind 8 Chars eigentlich noch passend oder ist eine Gruppe am besten? Also ich würde euch vorschlagen, ja, ihr nehmt den Sweet Spot, ihr nehmt diese 5 Charaktere und dann seid ihr damit schon ganz gut bedient. So, und ich weiß, was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Ach so, die Mystiker, das können wir ja mal machen. Die Gnolle da unten abfarmen. Die im Wesentlichen ja auch einen Respawn bedienen. Wieso bin ich jetzt hier eigentlich noch im Kampf? Ich bin noch im Kampf. Muss ich vielleicht doch mal hier die Unsichtbarkeit mir in die Leiste ziehen. Habe ich also gar nicht gemacht. Ich habe hier ein paar Talentpunkte schon gesetzt. Ich spiele hier mit Arcan. Das mache ich bei allen Chars tatsächlich gleich. Aber ja, das Inventar füllt sich also relativ schnell. Und daher war mir wichtig, euch nun mal auf diese wunderbare Mailing-Operation hinzuweisen, die euch entsprechend reinsetzt. Ich habe also 7-mal in diese Mailing-Operation den Charakter hier reingehauen. Ne? Das ist ja sozusagen Sinn des Ganzen. So. Na, hier macht es nochmal Operation Mailing. Und da habe ich es hier unter Default. Die könnt ihr auch anders benennen, whatever. Ich habe das ein... Ach, das ist nicht... Das ist doch Shopping. Nein, Sniper auch nicht so. Hier Mailing. Das ist es. So, und das könnt ihr euch noch hier anders irgendwie anders gestalten. Denkt immer dran, das auf die Gruppe zuzuweisen. Ja, auf die das gemacht werden soll. So, und dann haut man alles, was man hat, hier rein. Ne? Hier bei diesen nächsten Geschichten könnte ich damit jetzt auch schon anfangen und sagen, bei denen weiß ich schon, die will ich verschicken, denen vielleicht nicht. Ich stelle jetzt hier kein 12 Gold DB Market Item mehr ein. Warum auch? Das ist aber letztendlich die Zaubermasse dahinter. Dann ist ein bisschen Inventarmanagement, das Ganze natürlich die Sachen zu verkaufen, die seelengebundenen Sachen, das ein bisschen zu sortieren, dass man die Sachen alle verkauft, die man nicht braucht bei den 7 Chars. Und wenn die dann durch sind, dann mailen sie alles an den Hauptcharakter. So habe ich einen Charakter für das Verwalten. Und ich habe mir auch schon eine Gildenbank erstellt. Das geht ja auch schnell. Ihr braucht 4 Unterschriften. Das ist natürlich Kennerkram, wenn man seine eigene Gruppe hat. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die Berechtigung habe. Alles klar. Ein Gildenfach zu erwerben. Hier für 100 Gold. Das können wir machen. So, und damit habe ich jetzt schon die Gildenbank. Und damit könnten jetzt die, ich nehme jetzt mal den hier, den Charakter hier, der jetzt auch auf die Gildenbank zugreift. So, und da ist jetzt das Schöne. Der kann dann hier... Ach so, ihr habt keine Befugnis. Aha, ihr habt keine Befugnis, da muss ich ja mal gucken.
Gildeneinstellung, genau. Bankfachrechte, Offiziere, Fachanzeigen. Ah, seht ihr, zack, und schon ist es da eingeblendet. So, fertig. Ah, so, jetzt können Sie also auch hier drauf zugreifen. Und damit habe ich jetzt, habe ich dann entsprechend die Möglichkeit, dass ich sogar, wieso darf er nicht einlagern? Ihr habt keine Befugnis, das zu tun. Dann habe ich irgendwas noch nicht eingestellt, richtig. Da fehlt der Haken, Andreas. Ja, also auch das Rangrechte, Management und Bankfachrechte ist nicht ganz ohne. So, jetzt müsste er aber. So. Insofern ist dann der Vorteil, wenn ich mitten in der Pampa bin und möchte mir Sachen schon hin und her schicken, möchte jetzt etwas verkaufen, kann ich das jetzt entweder rüberhandeln oder ich hau schon mal die Sachen hier alle in die Bank, gerade bei den Handwerksmaterialien. Und dann kann ich die entsprechend rausnehmen und kann eben hier mittendrin sofort aufsteigen. Und schon anfangen, die Sachen hier zu auktionieren. So. Ja, hau rein hier. Hier nehme ich die. Wenn es nicht gerade Baitstacks sind, dann stelle ich hier zu den Mindestpreisen ein. Ja, und das ist eben das Tolle. Wir sind schon auf 11 Silber hier runter. Auch egal. Kleine Eier. Ja, hier, Leute. Ich farme für euch kleine Eier. Könnt ihr flippen. Kojotenfleisch. Ah, das könnte jetzt ein... das ist hier ein Dump. Die beiden. Da mache ich jetzt nicht mit. Das setze ich hier so rein. Brocken Eberfleisch. Ja, egal. Schattenedelstein. Eberrippchen. 1,45. Mosachat. So. Flitzdistel. Bäm. Ja, das auch rein. Was ist eigentlich hiermit? Das müssen wir nicht verkaufen. Malachit. 1,19. Ist schon alles irgendwie gedumpt, ne? Aber egal. Rein damit. Rein damit. So. Das ist halt das Klasse im Caravan Brutosaurier, dass ich hier mitten von der Pampa aus schon direkt auktionieren kann. Und was auch noch schon cool ist, genau, die Gegner zu one-shotten, aber das meinte ich nicht, sondern ich kann jetzt 8-mal hier die Kräuter abbauen. Ja. Alles 8-mal looten. Ich habe hier natürlich wieder 8-mal Kräuterkunde und Bergbau. Warum? Weil es XP-technisch einfach schon cool ist. Das ist eigentlich der einzige Grund. Es sind 8 Farm-Chars. Und in diesem Sinne... Oh, genau, hier einmal richtig klicken. Ja, dieses Geräusch im Hintergrund. Es ist einfach schon cool. Also schon cooler geht es eigentlich kaum. Und ich nehme hier alles an Blümchen mit, genau, die Leute verfolgen mich hier sehr schön, mach das mal. Und was halt so fies ist, ne, durch das Gespamme, letztendlich, ich lege nicht mal die Questbelohnung noch groß an oder sowas, ne. Dadurch, dass ich halt Erbgegenstände habe und hier den Erbloot, ist es einfach so, da sind wir bei dem Thema, die Sachen skalieren mit. Hier fehlt mir zwar nur der Ring, aber ich habe hier die Waffe und, das reicht. Ich habe hier 8 Chars. Ich brauche nichts weiter. Ich bräuchte jetzt hier in der Konstellation, bräuchte dir nicht mehr Erbblut. Also Erbblut macht das Ganze halt nur noch absurder. Aber durch die Erbgegenstände habe ich eine Dauerskalierung meiner Gegenstände. So, und dadurch sind die Questbelohnungen fast egal. Das Questen mache ich vor allem für das Gold. Und dann möchte ich nachher gucken, wie viel Gold bekomme ich denn eigentlich raus aus diesem ganzen Konstrukt. Gerade nachher Richtung auch Dragonflight. Denn hier kann ich ja Dragonflight-Content dann auch ein bisschen machen. Oder ein bisschen farmen. Oben World Farms bedienen und schauen wir mal. Ach, guck mal, den Mystikerstab. Hier ist er gedroppt. Und das ist wieder, ja, nochmal für diejenigen, die jetzt meine Gold-pro-Stunde-Serie kennen. Ja, das sind so lustige Preise. 89.000 Gold, never ever. Regionsverkaufspreis, achtet bitte drauf, 969. Ja, also man kann auch gerne DB-Market-Preise wegstreichen, denn das ist hier völliger Blödsinn. Der Gegenstand hier gibt das hier. Ja, dieser Stock hier mit der Spitze gibt keine 90.000 Gold. Das heißt, den werde ich vielleicht dann auch eher so für 1000 Gold einstellen oder sowas. Also ich werde das Ganze ein bisschen zu einer Einkaufsumgebung machen, denn ich habe sowieso Massen und Tonnen an Loot. Das ist das schon Coole. Genau, ihr macht das schon. Und ich freue mich schon, ich werde mir eine Paladin-Gruppe auch nochmal erstellen. 8-mal Weihe ist auch so ein Spaß. Und 8-mal gesegneter Hammer.
Ganz ehrlich, also falls jemand noch Fragen hat, warum Multiboxen? Genau für diese Momente und einfach die Massen, die es hier schon an Loot einfach gibt, ne? Ich habe 8 Loot-Zugriffe. 8. Ich würde nicht sagen, man ist in Faktor 8 effizienter, weil das Inventarmanagement, das Mikromanagement, das ganze Positions- und wie stelle ich mich hier hin, wie loote ich und so weiter und so fort, das kostet halt auch schon ein bisschen Momente. Wenn ich jetzt seriöser schätzen würde, würde ich sagen, je nachdem, wie gut man drauf ist, es hängt auch sehr von den Farms ab und von den Prozeduren und dem Rhythmus. Guck mal, hier, die spawnen hier schon wieder. Von dem Rhythmus, den man hat, würde ich ungefähr sagen, ich bin. Also Faktor 4 bis 5 hole ich sicherlich mehr raus an Loot-Volumen auf jeden Fall. Sagen wir sogar Faktor 5. Es ist aber nicht Faktor 8. Dazu bin ich einfach zu langsam dann irgendwie unterwegs und muss dann hier auch wirklich achtmal hier diese Loot-Prozedur durchführen. Und ist aber trotzdem natürlich, kommt da wesentlich mehr raus, als jemand das mit einem Charakter erreichen könnte. Ne? Müssen wir nicht drüber diskutieren. Und ich komme natürlich viel schneller zu Farmergebnissen. Denn wenn ich jetzt 5 Mobs, so eine Gruppe von 5 Mobs umballer, habe ich 40 Loot-Vorgänge. 40. Bei einer Fünfergruppe, so alles Faktor 8. So, und da wird es dann eigentlich erst klar, über welche Dimensionen wir dann sprechen. Und deswegen mag ich die Mechanik so. In Classic spiele ich auch mit 10 Chars tatsächlich. Aber wir können mal gucken, was hier Greiferkralle. Greiferkralle, Entschuldigung, Greiferkralle ist natürlich. Greiferkralle, er heißt ab jetzt Greiferkralle. So. Das ist übrigens noch eine Facette. Rare Mobs werden dann übrigens auch 8-mal gelootet. Kisten. Falls ich eine Kiste finde und ich klicke schnell genug, kann ich die auch 8-mal looten, bis sie despawnt. Ja, sobald sie geklickt wird, hat sie, glaube ich, diese 3 Sekunden Despawn-Zeit. Und manchmal kriege ich das nicht hin, so schnell zu klicken, dass ich sie 8-mal loote. Aber auch das ist natürlich eine schon coole, schöne Geschichte. So, das Bollengras da oben nehmen wir noch mit. Hauen die Mystiker hier nochmal um. Ja, es ist eine Freude. Es ist eine Freude. Und das gab jetzt nochmal einen kleinen Einblick zu der Mechanik. Ich werde hier weiterspielen. Werde demnächst mal wieder so eine kleine Session zeigen, was ich hier so mache, wie weit wir dann sind. Mal gucken, was ich an Gold und Rohstoffen bis dahin habe. Und das mache ich jetzt hier ohne Dokument, ohne dass ich plotte. Was geben die eigentlich hier an Gold? 2 Gold pro Stück. Ne? Ich loote im Schnitt hier 2 von denen. So. Das sind dann jetzt einmal schon auch schon mal wieder 30 Gold plus, wenn man das so sehen möchte. Und jetzt kann ich euch nochmal zeigen, was ich eben meinte, nämlich, wenn ich jetzt hier mal die Gildenbank, das war euch jetzt sehr klein, aber ich weiß schon ungefähr, wo ich hinklicken muss. So. Das kann ich euch das zeigen, wenn ich nämlich jetzt mitten in der Pampa bin und sage, ah, guck mal hier das Kupfererz, was ich schon gelootet habe und sowas, ne? Die Sachen aus der Reagenzientasche hier, zack, zack. Genau, die müssten da erscheinen. Das müsste er dann da entsprechend aufstecken. Das hier, zack. Das mal hier rein und das hier rein. Und das hier rein und das. Und hier nochmal die Friedensblumen und dann das und dann das. Und dann das hier. Und da. So. Dann kann ich nämlich jetzt direkt sagen, das hole ich jetzt hier alles raus. Weil ich das jetzt instant handeln will, instant verkaufen möchte. Und dann kann ich das hier entsprechend nämlich tun. Zack. Nochmal wieder nachstellen. Hier, nee, dann Bedstack werde ich nicht nehmen. Hier nochmal Mosachat. Hier nochmal die Friedensblumen rein. So, das ist natürlich nachher, wenn wir bei flüchtigen Elementen sind, bei den Urelementen und sowas, dann ist das natürlich eine wesentlich schönere Geschichte, weil der mehr rumkommt jetzt als hier durch diesen Mini-Daddel-Kram. Das heißt, ich werde mich natürlich irgendwann an die Elemente-Farms machen und dann kommen nämlich ganz andere Summen zustande. So, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Kommentarbereich. Das war die zweite Session. Ich werde demnächst nochmal eine dritte Se- Verzeihung, dritte Session machen. Und ja, das zu der Frage vielleicht, warum Multiboxing Laune macht. Genau, ne? Das siehst du auch hier so, Bursche. Ja, Westfall werde ich ein bisschen abquesten und das geht mir wunderbar leicht von der Hand, weil ich das ja auch alles schon kenne. Im Hintergrund diese
Katsching-Geräusche machen natürlich entsprechend viel Spaß. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare. Seid ihr noch aktiv am Multiboxen? Wenn ja, mit vielen Chars. Fangt ihr selber vielleicht damit an? Nutzt ihr das Multiboxen für das Multicrafting? Nutzt ihr das für den Multiserverhandel? Seid ihr richtig unterwegs in der Welt? Rennt ihr durch die Instanzen, Farm Transmog, alte Vorlagen, Sachen, die ihr noch braucht? Das würde mich mal total interessieren, ob ihr das wirklich zum Farmen nutzt oder ob ihr das nutzt zum... nur zum Craften oder zum Auktionshaus-Camping. Ja, also ein Dual-Boxing, ein Account die ganze Zeit im Auktionshaus und mit dem Hauptcharakter spielt ihr sozusagen. Das ist mal ganz interessant, denn ob das nun 2 Chars sind oder 8 oder ihr spielt noch mit 16, das ist ja alles Multiboxing eigentlich, ja. Multiple Instanzen von der WoW parallel heißt sequenziell zu bedienen. Danke fürs Einschalten. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Freue mich über die Daumis, helfen selber im Algorithmus. Und helfen den Kommentaren und vielleicht das Multiboxing wieder ein bisschen salonfähiger zu machen. Das ist ein bisschen unter die Räder geraten, auch durch diesen Blödsinn, dass es angeblich gebannt sei. Nein, das ist es nicht. Es gab viel Unsicherheit, auch durch das ganze Massenreporting. Aber ihr seht, das ist komplett legit. Hier spielt auch niemand anderes. Man stört hier niemanden. Worüber sprechen wir? Das kann nachher in Dragonflight natürlich ganz anders sein. Da muss ich dann so ein bisschen gucken. Aber das ist ja, bis ich dahin komme, das wird noch dauern. Ich farm erstmal so ein bisschen hier die alten Gebiete ab. Ich fahre mal ein bisschen Gold. Mal 8. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und euch viel RNG, guten Loot, viel Gold. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.